Ein Hallo auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Miriam Seib. Ich habe die Programmleitung für das Programm Restart, wie der Name schon sagt. Sport bewegt Deutschland. Koordiniere und steuere auch das Team der verschiedenen Säulen und Module, die wir heute auch vorstellen werden. Da würde ich auch sagen, starten wir direkt in die Präsentation rein. Mein Team wird gleich auch noch mal kurz was zu sich selbst sagen. Die Marie und die Annika sind Projektmanagerinnen und Henry und Mona sind Projektmitarbeiter, stehen immer gerne zur Verfügung und werden heute zum Teil auch noch mal gehört werden. So, dann würde ich sagen, springen wir auch gleich auf die nächste Folie. Zum einen, was gibt es heute zu hören? Einmal eine Gesamtübersicht, dann werden wir in die einzelnen Säulen einsteigen, insbesondere die Säule 2 heute vorstellen, die ja auch schon eingangs erwähnt wurde, die jetzt in erster Linie sich ganz klar an die Vereine richtet. Also sprich gerade besonders die Thematik Sporttage sind Feiertage und die Sportvereinschecks. Und dann haben wir natürlich auch noch ausreichend Zeit für Fragen. Gut, dann machen wir mal direkt auf die nächste Folie wieder. Hier haben wir unsere Restart-Häuschen, wie ich es immer ganz gerne sage, das vielleicht auch ja schon bekannt ist. Das ist seit letztem Sommer, sagen wir mal so ein bisschen durch die Medien auch schon gegangen, zeigt, wie Restart aufgebaut ist. Wir haben also insgesamt 3 Säulen. Die erste Säule richtet sich explizit an die Verbände für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Die Säule 2 richtet sich an die Vereine, in erster Linie, um mehr Mitglieder gewinnen zu können. Und die dritte Säule richtet sich in erster Linie an die Kommune, sprich an den öffentlichen Raum. Da geht es um sportliche Einstiegsangebote. Das Ganze wird unterstützt oder beworben über unsere Dachkampagne, also die Werbekampagne, die ich auch ganz kurz eingehen werde. Und das Programm an sich hat ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro, die wir seitens des BMI zur Verfügung gestellt bekommen haben, um einfach wieder den organisierten Sport mehr zu stärken und natürlich auch das große Ziel haben, mehr Menschen zu Sport und Bewegung wieder begeistern zu können und natürlich dadurch auch in den Vereinen mehr Mitglieder zu gewinnen. Dann steigen wir auch direkt in die erste Säule kurz ein, gebe ich auch nur einen kleinen Einblick, was dahinter steckt. Gerade die nächste Folie gleich aufrufen, habe ich eingangs schon erwähnt. Hier geht es grundsätzlich darum, mehr ehrenamtlich Engagierte zu gewinnen, also sprich mehr Übungsleiter, Trainerinnen, Vereinsmanager und Schiedsrichter auszubilden. Hier hatten die Verbände direkt Möglichkeiten, Fördergelder abzurufen. Der erste Antrag oder die erste Förderschleife, wenn man das mal so nennen darf, ist auch schon Ende des letzten Jahres zu Ende gegangen. Es haben sich über 80% der Verbände auch beteiligt. Es wird noch mal eine zweite Runde im März geben. Also falls da noch seitens des Spitzenverbands jetzt Bedarf wäre, gäbe es da auch noch mal dann eine zweite Chance, sich dabei zu beteiligen und hoffentlich dadurch auch wieder mehr Menschen zu einer Übungsleiter aus oder Fortbildung gewinnen zu können. Springen wir direkt weiter oder überspringen jetzt erstmal die Säule 2, weil wir die ja intensiver uns anschauen wollen, zur Säule 3. Hier geht es um die sportlichen Einstiegsangebote, also öffentliche Verleihangebote, die in parkähnlichen Gebieten, sage ich jetzt mal, stehen sollten. Hier geht es einfach darum, den Sport im öffentlichen Raum zu fördern, also über die kommunale Bewegungsförderung auch einfach mehr Menschen zu erreichen, die Kooperation von Vereinen und Kommunen auch zu unterstützen und grundsätzlich niedrigschwellige Bewegungsangebote im öffentlichen Raum zu generieren. Zielgruppe sind hier ganz klar Kommune und Vereine. Die Vereine haben hier die Aufgabe, als Partner aufzutreten, um im Endeffekt die Verleihangebote auch zu bespielen und dadurch auch wieder den sozusagen Nichtbewegern oder dadurch auch potenziellen Neumitgliedern den Weg in den Verein so ein bisschen zu ebnen. Es werden 150 dieser Verleihangebote bundesweit aufgestellt. Die Kommunen sind hier der Antragsteller. Die Antragsfrist sozusagen startet nächste Woche. Die Kommunen haben dann bis Ende Februar die Möglichkeit, Anträge zu stellen, gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Ist auch alles auf unserer Homepage zu finden, falls da jetzt auch vielleicht aus den eigenen Reihen aus dem Verein jemand Interesse daran hat, dass in der eigenen Kommune Vergleichbares aufgestellt wird. Es ist natürlich auch von unserer Seite sehr wünschenswert, immer als Verein entsprechend auf die Kommune zugeht und da im Grunde proaktiv das Ganze auch unterstützt. Genau, das Ganze wird auch nochmal abgerundet über eine Abschlussveranstaltung, die das Gesamtprojekt dann betrifft, die für den Spätsommer geplant ist.
Okay, dann springen wir nochmal ganz schnell zur Kampagne, bevor wir uns dann wirklich. Ach so, vielleicht noch ein Hinweis, Entschuldigung, genau, danke. Nochmal die Folie. Wer jetzt da schon Interesse dran hat, hätte ich jetzt fast unterschlagen. Auch hier bieten wir Informationsveranstaltungen an. Die starten hier 16. Januar, 19. Januar oder 6. Februar. Die Daten sind auch auf der Homepage zu finden, ebenso wie die Antrag-Links, die hier auch hinterlegt sind. Also falls da jemand Interesse hat seitens des Vereins, gibt es hier also die Möglichkeit, ja, gerne teilzunehmen neben kommunalen Vertretern. Genau, da machen wir jetzt den Sprung. Ich sehe, es gibt schon einige Wortmeldungen. Wir würden gerne die Fragen entsprechend alle im Anschluss dann gebündelt ja, beantworten, dass wir erstmal alles präsentieren und dann gezielt auf die einzelnen Fragen eingehen. Hier nochmal ein kurzer Einblick in die Kampagne, die geplant ist, die letztendlich ja, Steigerung der Lust auf Bewegung und Sport im Sportverein vermitteln soll, das Ganze wieder als Lebensgefühl auch ein Stück weit weitergeben soll und natürlich ganz klar wieder der ja, Gewinnung von Mitgliedern und Ehrenamtlichen im Verein dient oder auch der Rückgewinnung, dadurch, dass ja auch in Zeiten der Corona-Pandemie es zu vermehrten Austritten kam, dass hier einfach wieder der organisierte Sport ja, entsprechend gefördert wird und natürlich auch der organisierte Sport und besonders auch das Ehrenamt mehr gestärkt und gewertschätzt wird. Slogan dieser Kampagne wird sein: Dein Verein, Sport nur besser. Also ganz klar natürlich der Vereinssport, der hier im Vordergrund steht, dass eben der Verein mehr ist als nur Sport. Die ganzen Werte, die man halt eben als klassischer, sagen wir mal, Vereinssportler und besonders auch als Funktionär kennt, nochmal nach außen zu tragen und auch hier einfach zu mehr Menschen, ja, oder mehr Menschen zu erreichen und ich sage jetzt mal von dem klassischen Vereinssport auch wieder zu überzeugen. Zielgruppe sind natürlich in erster Linie alle Menschen in Deutschland, ganz klar, besonders die Nichtbeweger, potenzielle Vereinsmitglieder und natürlich auch alle Sportler, die wir bisher noch nicht in den Vereinen begrüßen durften, also noch nicht für die Vereine gewinnen konnten und die wir dadurch aber vielleicht auch erreichen. Und ich hatte es gerade eben kurz erwähnt und natürlich besonders die Gruppen auch, die eben während der Pandemie vermehrt aus den Vereinen ausgetreten sind oder auch teilweise schon grundsätzlich in den Vereinen unterrepräsentiert sind, also die klassischen vulnerablen Gruppen. Dazu wird es auch wieder eine Art Baukasten geben, die letztendlich auch ähnlich vergangener Kampagnen, die es ja vereinzelt in den Ländern oder auch vom DOSB gab, jeder Verein wieder für seine eigene Kampagne im Grunde nutzen kann oder werden lassen kann. Die wird, wenn alles gut geht, Mitte, spätestens Ende Januar dann öffentlich sein und kann genutzt werden und bietet eben die Möglichkeit, man sieht es hier schon auf der rechten Seite der Folie, so ein kleiner Einblick an Bildern und Slogans, die eben dann für die eigene Werbung genutzt werden können. Vom Zeitplan her, wie gesagt, Kampagne wird jetzt in Kürze starten und wird natürlich das komplette Jahr bis Ende, ja, bis Dezember durchlaufen. Genau, das war jetzt im Schnelldurchlauf die Bereiche, die es neben der Säule 2 gibt. Und dann würde ich jetzt erstmal an meine Kollegin, an die Annika, abgeben, die jetzt mit der Säule 2 startet. Dankeschön. Genau, ich stelle euch kurz hier von der Säule 2, die sich starke Aktion von starken Vereinen nennt, das. Achso, wolltest du die Einstiegsfolie noch machen? Einstiegsfolie Ja, wollte ich wolltest du machen. noch Ah, machen? ja. Genau, dann mache ich noch kurz die Überleitung. Das war jetzt schon zu früh die Abgabe. Nochmal kurz das große Ziel der Säule 2. Ich hatte es ja schon im Gesamtüberblick gesagt, dient in erster Linie der Mitgliederakquise und der Bindung, spricht in erster Linie die Vereine an und natürlich die gesamte Bevölkerung, wie auch schon eben bei der Kampagne erwähnt, besonders natürlich die Nichtbeweger und die potenziellen Neumitglieder. Die Säule 2 hat insgesamt drei Module. Das Modul 1, mit dem eben gerade Annika schon kurz begonnen hatte, die Sporttage sind Feiertage. Hier geht es um eine Förderung von 4.000 mal 1.000 €. Dann gibt es die Bewegungslandkarte, das ist das Modul Nummer 2. Sport ist überall, ist im Endeffekt eine digitale Sportangebotssuche. Und dann die Sportvereinchecks als Modul 3 letztendlich in der Säule 2, die auch hier kostenlos zurück in den Verein wieder mehr Menschen gewinnen soll für den Vereinssport. Vom Zeitplan her wird es in Kürze auch losgehen. Da werden jetzt gleich die beiden Kolleginnen Annika und Marie näher drauf eingehen und werden bis Spätsommer laufen. Und jetzt darf ich wirklich an Annika abgeben. Genau, also
Das erste Modul, wie Miriam schon gesagt hat, nennt sich Sporttage sind Feiertage. Und das Ziel des Moduls ist grundsätzlich erstmal unsererseits eine finanzielle Unterstützung zu bieten für Vereine und auch Kreis- und Stadtsportbünde, für Vereinsevents oder Kooperationen, um neue Mitglieder zu gewinnen oder auch zurückzugewinnen. Und wie Miriam ja auch schon gesagt hat, werden hier 4.000 mal 1.000 Euro vergeben. Und genau, auch hier direkt schon mal zu erwähnen, was wahrscheinlich dann für die Antragstellung für euch auch interessant ist, dass die Vereine da erstmal in Vorkasse treten. Und um auf die Förderkriterien ganz allgemein einzugehen, handelt es sich hier um die Außenwirkung. Also wir wollen, dass ihr aktiv werdet und die Person ansprecht und in die Vereine holt. Und ganz allgemein ist es so, dass die Vereine gemeinnützig anerkannt sein sollten und die Satzung die Pflege des Sports bestimmt und Mitglied im Landessportbund ist. Genau, dann die Zielgruppen für die Maßnahmen, die ihr durchführen könnt, sind dann die gesamte Bevölkerung, vor allem natürlich die Nicht-Vereinsmitglieder und da auch zu erwähnen natürlich Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen und Mädchen, die vulnerablen Gruppen, die momentan noch in den Vereinen unterrepräsentiert sind oder vielleicht durch Corona auch ein bisschen den Zugang zu den Vereinen verloren haben. Maßnahmen können sehr unterschiedlich aussehen. Wir können zum Beispiel Vereinsveranstaltungen können durchgeführt werden, wie etwa Tag der offenen Tür oder einfach Aktionstage mit Themenschwerpunkten. Zum Beispiel gibt es ja auch das deutsche Sportabzeichen. Ich weiß, der DTTB hat ja auch ein eigenes Sportabzeichen, das auch im Rahmen des deutschen Sportabzeichens anerkannt wird. Da könnte man vielleicht auch so einen Kooperationstag nochmal gestalten. Weiterhin kann natürlich auch Maßnahmen angeboten werden, die der Angebotsentwicklung dienen sollen, wie Schnupperkurse oder eben auch Kooperationen wirklich mit Schulen, Kitas und auch Betrieben. Genau, dann einmal weiter bitte. Im Antragsverfahren ist es so, dass wir eine Förderplattform haben, die zu den Fristen komme ich gleich noch, aber die wird am 26.01. freigeschalten. Darüber genau, wird digital der Antrag gestellt. Da wird im Nachhinein auch der Verwendungsnachweis eingereicht. Und genau, wir haben versucht, den Antrag möglichst niedrigschwellig zu halten. Wir würden darum bitten, dass dann halt allgemeine Angaben zum Verein gemacht werden, dann aber auch zur Maßnahme, was ist der Titel, was ist geplant, in welchem zeitlichen Umfang, genau, was ist das Ziel, denn das Ziel soll ja natürlich die Mitgliedergewinnung sein und dann müsste noch ein Finanzierungsplan aufgestellt werden, welche Kosten anfallen, in welchen Bereichen und genau, es sind ja 1.000 Euro, die gefördert werden. Es wird nicht mehr und es wird nicht weniger gefördert. Natürlich kann ja so eine Maßnahme auch mehr als 1.000 Euro kosten und entsprechend würde dann auch ein Eigenmittelanteil mit angegeben werden, der dann von dem Verein getragen wird. Genau, dann noch zu den Fristen. Genau, jetzt steht es doch gar nicht drauf, aber die Antragstellung startet am 26.01. und in der Regel wird die Antragsbearbeitung dann 4 bis 6 Wochen dauern. Der Maßnahmenbeginn sollte natürlich nicht vor der Bewilligung liegen. Das heißt, unter Vorbehalt ist der früheste Maßnahmenbeginn dann 6 Wochen nach der Antragstellung möglich. Und der späteste Maßnahmenbeginn sollte aber auch innerhalb der nächsten 6 Monate der Antragstellung liegen. Die Maßnahmen sollten spätestens am 15. September enden und die Verwendungsnachweise müssen bis 6 Wochen nach Maßnahmenende eingereicht werden. Genau, dann gebe ich nochmal an Miriam weiter. Genau, dann würde ich doch mal das Modul Nummer 2, die Bewegungslandkarte, vorstellen. Ich hatte es ja gerade schon eingangs ganz kurz gesagt, um was es geht. Es geht um eine
digitale Angebotssuche von passenden Angeboten, Sportangeboten im Umkreis. Auch Vereine natürlich können sich darstellen. Es geht also jetzt nicht darum, dass jedes einzelne Angebot mit Uhrzeit und Ort zwangsläufig erfasst wird. Es wäre auch möglich, dass sich nur der Verein im Grunde darstellt. Soll einfach erleichtern, dass die Sportvereine leichter zu finden sind für alle Interessierten. Und es wird dann zwei Varianten geben, auf die gehe ich gleich nochmal ein, aber dazu sehen wir nochmal die nächste Folie direkt, was da Stand der Dinge ist. Es gibt eben mögliche oder verschiedene Kategorisierungen in der Bewegungslandkarte, die kurz von uns immer BELA genannt wird. Es gibt einmal hier die Variante der gesundheitssportorientierten Freizeit- und generell Breitensportangebote, die dann gefiltert werden können, also nach Altersklassen zum Beispiel, auch natürlich männlich-weiblich. Der Zeitraum, welche Uhrzeiten bevorzuge ich, wenn ich ein konkretes Angebot suche. Die Sportart ist natürlich ganz klar, aber es kann auch zum Beispiel nach Kraftausdauer oder ja, allgemeine Fitness gesucht werden. Ob es mehr ein Präventionssportangebot ist oder auch ein Reha-Sportangebot, ob es Indoor oder Outdoor ist. Also dort gibt es dann verschiedene Varianten, die Suche halt eben erleichtert oder mit verschiedenen Kategorien dann erleichtert. Und dann schauen wir direkt nochmal auf die nächste Folie. Vom Ablauf her sieht es momentan so aus, dass die Bewegungslandkarte ab April genutzt werden soll, also sprich dann eben sozusagen live geht. Es wird über zwei Varianten geplant, die Bewegungslandkarte zu füllen, also einmal auf bestehende Datenbanken der einzelnen Mitgliedsorganisationen zuzugreifen, einmal die Variante über eine Schnittstelle oder eine Import-Export-Funktion. Ich denke, die technischen Details brauchen wir an der Stelle nicht näher zu erläutern. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und deshalb wollen wir es heute Abend auf jeden Fall auch nochmal bewerben, dass die Vereine eigenständig eben ihre Angebote oder auch Events, also gerade wenn es jetzt konkret zum Beispiel um Aktionstage geht, dass man die dort auch in der Formularfunktion erfassen kann und somit dann hoffentlich auch interessierte potenzielle Neumitglieder werben kann, erreichen kann, die eben dann für sich das passende Angebot suchen können. Wenn es natürlich optimal läuft, dann ist die bundesweite Angebotssuche, sage ich mal, mit allen Vereinen gefüllt. Das wäre natürlich eine Traumvorstellung und kann natürlich damit auch, sagen wir mal, viel weiter noch beworben werden, wenn wir da im Endeffekt möglichst viele Sport- und Bewegungsangebote sichtbar machen. Auf der nächsten Folie kriegen wir nochmal einen Einblick, wie sich das so ja, optisch gestalten wird. Also ich denke, man kennt jetzt hier die Variante der klassischen Kartensuche. Also so wird es auch sein, die auch standortbezogen suchen kann. Und ich sehe einfach, wo es in meiner Region das passende Angebot oder den passenden Verein gibt und habe dann eben auch die Chance, darüber den Kontakt aufzubauen, wenn ich also eben sehe, wer ist der Ansprechpartner und zu welchen Uhrzeiten zum Beispiel findet das Angebot statt, wenn es denn dann so detailliert auch angegeben ist. Wie gesagt, keine Grundvoraussetzung. Es geht auch, dass man im Endeffekt als Verein sich einfach darstellt und zum Beispiel auf die Homepage verweist. Also ich denke, es ist wichtiger oder ja entscheidender, dass wir möglichst viele Vereine mit Ansprech- oder Kontaktmöglichkeiten erfassen, als dass es jetzt wirklich im Detail alles alle Sportangebote, sage ich mal, einer einzelnen Sparte aufgezeigt werden. Genau, und dann würde ich jetzt ins Modul 3 an die Marie Breyer abgeben, die jetzt die Sportvereinschecks vorstellt. Ja, vielen Dank. Wie Miriam schon gesagt hat, ich bin die Projektmanagerin für Modul 3, kostenlos zurück in den Verein, der Sportsvereincheck. Auch hier ist das klare Ziel die Mitgliederrück- und Neugewinnung. Und mit dem Sportvereinscheck soll die ganze Bevölkerung angesprochen werden und für Sport und Bewegung begeistert werden. Wie auch schon erwähnt, wird auch ein besonderes Augenmerk auf die Personengruppen geworfen, die durch die Corona-Pandemie-Folgen besonders betroffen waren. Das sind zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Behinderung oder auch Menschengruppen, die in Sportvereinen bisher noch unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel Personen mit Migrationshintergrund. Insgesamt gibt es 150.000 Sportvereinschecks mit einem Wert von je 40 Euro, die über eine Plattform ausgeschüttet werden und sich dann heruntergeladen werden, aber zum Antragsverfahren komme ich gleich noch einmal. Zu den Förderkriterien, da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte zu beachten. Zu einem kann nur eine, also kann für jede Person nur ein Sportvereinscheck heruntergeladen werden.
Für Familien gibt es die Möglichkeit, auch bis zu 3 Sportvereinschecks runterzuladen. Das geht dann immer über eine E-Mail-Adresse. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Person noch kein Mitglied in dem Verein ist. Also sie muss erst ein Mitglied werden. Und zu der Auszahlung gibt es noch 2 Hinweise. Zum einen werden keine Fördermittel an die Privatperson direkt ausgezahlt, sondern immer nur an den Verein. Der Verein löst dann die Sportvereinscheck beim DOSB ein. Und es ist noch zu sagen, dass wenn der Vereinsbeitrag höher als 40 Euro ist, die Differenz selbst getragen werden muss. Also 40 Euro immer die maximale Förderung. Dann eine Folie weiter, bitte. Dankeschön. Hier einmal das Antrags- und Abrechnungsverfahren grafisch dargestellt. Es gibt 2 Säulen, kann man sagen. Einmal die Säule der EndverbraucherInnen und die der Vereine. Also wir fangen beim Endverbraucher an, denn da startet immer der Sportvereinscheck. Eine Person möchte Mitglied in einem Sportverein werden. Sie geht auf unser Förderportal und lädt sich dort den Sportvereinscheck runter und geht zum ausgewählten Verein. Dann erfolgt die Mitgliedschaft in dem Verein und nun ist der Verein, also ihr, an der Reihe. Ihr erhaltet den Sportvereinscheck, löst dann den Vereinscheck auf unserem Förderportal ein und bekommt den Betrag vom DOSB erstattet. Hier gibt es auch ein paar wichtige Fristen. Zum einen hat der Endverbraucher oder die Endverbraucherin nur 4 Wochen Zeit, den Sportvereinscheck beim Verein abzugeben. Und der Verein hat wiederum 6 Wochen Zeit, den Sportvereinscheck einzulösen. Also insgesamt hat der Check eine Dauer von 10 Wochen. Um es den Verein zu erleichtern, wenn mehrere Personen gleichzeitig die Vereinscheck einlösen, können aber auch mehrere Checks auf einmal eingelöst werden. Also hier muss nicht für jede einzelne Person ein Antrag ausgefüllt werden. Auch für die Vereinscheck startet der Download am 26.01. nach aktuellem Stand. Hier ist es möglich, bis zum 31.08. die Vereinscheck runterzuladen und die Vereine haben die Möglichkeit, bis zum 31.10. die Checks einzulösen. Dann noch eine Folie weiter, bitte. Ja, nochmal ein paar Impulse an euch als Vereine. Wie könnt ihr die neuen Mitglieder unterstützen? Denn schließlich können ja nur die Privatpersonen die Vereinschecks herunterladen. Es ist nicht möglich, dass ein Verein sagt, ich lade jetzt eine gewisse Anzahl runter und gebe sie aus. Das ist nicht möglich. Es muss immer die Privatperson an sich den Sportvereinscheck herunterladen. Ihr könnt sie aber unterstützen, indem ihr gut sichtbar macht, dass ihr ein Verein seid, der die Checks, zum Beispiel auch über das schon angesprochene Baukastenprinzip, Plakate erstellen mit eurem Vereinslogo oder die auch bei Social Media oder weiteren Kanälen, Homepage zu teilen. Generell auch gut die ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen gegebenenfalls informieren, dass wenn ein Kind zum Schnuppertraining kommt und sich anmelden möchte, dann die Eltern zum Beispiel informiert werden, dass es den Sportvereinscheck gibt und hier ein 40-Euro-Beitrag zur neuen Vereinsmitgliedschaft beigetragen werden kann. Und weitere Beiträge, zum Beispiel auch in Schul-AGs, Hinweise an die Kinder geben oder auch in Kooperation mit Sporttage sind Feiertage, also mit dem Modul 4000 mal 1000 Hinweise geben. Ja, das war es erstmal zu den Sportvereinschecks. Okay, dann ja, vielen Dank erstmal an euch drei. Die Frage wäre jetzt, seid ihr durch mit eurer Präsentation? Ja, wir sind durch. Okay. Ja, jetzt wäre die Zeit für Fragen. Gut. Ja, dann würde ich euch bitten, die Präsentation zu beenden und dann würde ich in die Fragen einsteigen. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, auch die Bitte an den Gabriel, sich vielleicht dazu zu schalten per Video. Okay. Ja, ich werde die Fragen, so wie sie im Chat hier eingegangen sind, einfach von oben nach unten abarbeiten und ja, dann
je nachdem, wen es betrifft, würde ich Marie oder Annika oder Gabriel bitten, dann kurz zu antworten. Die erste Frage war, ob es die Folien später zum Nachlesen gibt. Also aus meiner Sicht sollten wir das machen oder können wir das machen. Wir stellen das Webseminar ja zum Download bereit und da würde auch die Möglichkeit bestehen, die Präsentation zum Download, zum Runterladen zur Verfügung zu stellen. Geht das von eurer Seite aus in Ordnung? Ja, ich sehe ihn nicken, dann machen wir das so. Dann schickt mir ganz einfach die Präsentation zu und dann stellen wir die gerne zur Verfügung. Dann die nächste Frage. Können sich Angebote beim Modul Sporttage sind Feiertage auch explizit auf die Gewinnung von neuen Kindern und Jugendlichen für den Verein richten? Ja, ganz kurz, ja. Kurze und knappe Antwort, ja. Der Frank fragt, wir machen am 23., 24.01., also schon in gut zwei Wochen, einen Schnupperkurs für eine Grundschule von morgens 8 Uhr bis 1 Uhr. Und Sie sind 5 Übungsleiter. Welche Kosten kann er dafür ansetzen? Grundsätzlich startet die Antragstellung ja erst am 26.01., sodass es nicht möglich wäre, diese Aktion zu fördern. Aber wir haben natürlich ganz ja in dem Fall haben wir Grenzen, dass quasi maximal 20 Euro pro Stunde für TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen angesetzt werden können und für ehrenamtliche Helfer wären das 10 Euro die Stunde. Bin mir jetzt gar nicht sicher, war diese Information schon in der Präsentation mit enthalten? Oder kann man die auf der Homepage danach lesen, theoretisch? Also man kann es auf der Homepage kann man es nachlesen oder auch bei der Antragstellung selbst wäre dann nochmal ein Vermerk. Also wenn man jetzt beim Antrag die Kosten eingeben möchte für die Honorarkosten, gibt man an, zum Beispiel wie viele Stunden ist dann eine Trainerin zum Beispiel tätig und was ist der Stundensatz, den man berechnet. Also es sind wie gesagt ja 20 Euro maximal, aber es kann ja auch sein, dass der Verein nur 10 Euro ansetzen möchte. Okay. Genau. Dann der Uli Eckert fragt, wir haben letzten Samstag bereits eine Tischtennismaßnahme für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit 30 Kindern und für Senioren ab 70 Jahren mit 20 Teilnehmerinnen durchgeführt. Ist das noch förderfähig? Ich glaube, die Frage wurde auch schon ansatzweise beantwortet. Genau, also förderfähig sind nur Maßnahmen, die vorher bewilligt wurden und nicht vor der Bewilligung durchgeführt wurden. Okay. Also. Leider ein Nein an der Stelle. Eine Frage zur Bewegungslandkarte, je nachdem, wer von euch beiden das gegebenenfalls beantworten kann. Wie breche ich das Angebot Tischtennis runter auf die Kriterien der Bewegungslandkarte? Genau, also Miriam hatte jetzt nur einen Auszug von den Kriterien auch gegeben. Also es ist eigentlich sehr, ich sag mal, selbsterklärend, wie man das dann zuordnen kann. Wenn nicht, kann man natürlich auch dann Rückfragen stellen, wenn man dann da vor Schwierigkeiten steht. Aber ich denke, dass Tischtennis zum Beispiel sehr leicht zuzuordnen sein wird. Okay. Der Stefan fragt zusätzlich, wo und ab wann es die Sportvereinschecks gibt und können wir potenzielle Mitglieder einen Scheck geben oder müssen wir die potenziellen Mitglieder oder müssen sich die potenziellen Mitglieder den Scheck selbst beantworten? Aber das war ja eine der letzten Informationen, die Marie auch gegeben hatte. Also ich kann es auch gerne nochmal wiederholen. Mhm. Also ab wann, nach aktuellem Stand, ist ab dem 26.01. das Förderportal geöffnet und dann können über eine Website, den Link werden wir noch zur Verfügung stellen und auch über die Dachkampagne groß bewerben. Über diesen Link können dann die potenziellen Mitglieder den Check herunterladen. Das ist dann auch Antwort auf die zweite Frage. Es ist nicht möglich, dass die Vereine sich ein gewisses Kontingent herunterladen und dann verteilen, sondern immer die Privatpersonen oder EndverbraucherInnen, so je nachdem, wie wir es nennen,
müssen auf die Website gehen und können sich dort zum Beispiel für Familien auch bis zu 3 Sportvereinschecks herunterladen. Und diese werden dann auch per Mail zugeschickt. Da gibt es auch die Möglichkeit, es digital weiterzuleiten oder auszudrucken, je nachdem, wie es dann am einfachsten ist. Und ich sehe auch, glaube ich, die nächste Frage gehört auch noch dazu, ob es Infomaterialien zu den Sportvereinschecks gibt, aktuell noch auf unserer Website. Da können wir den Link, denke ich, auch nochmal in unsere Präsentation einfügen. Und der Plan ist aktuell, dass sich über dieses Baukastenprinzip die Vereine selbst ihre Plakate gestalten können. Also auch, ich weiß jetzt gar nicht die Details, aber ich meine, es kann auch das Vereinslogo benutzt werden oder auch eigene Fotos. Sollte es aber Infomaterialien unsererseits geben, werden die auch immer über unsere Websites geteilt und zur Verfügung gestellt. Okay, die Katrin fragt zum Thema Sporttage sind Feiertage, ob man denn schon trotzdem vorab planen kann und Dinge auch bestellen kann wegen der Lieferzeit, oder ist das tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt der Genehmigung möglich, damit gefördert werden kann. Frage verstehe ich gut. Ja, Annika, kannst du dazu was sagen? Genau, also Planung ist natürlich möglich vor der Bewilligung, aber Bestellungen würden gleich sein wie ein Maßnahmenbeginn. Also das ist leider nicht möglich. Genau. Okay. Die Susanne fragt, wie kann ein Verein Gelder für Übungsleiterausbildung beantragen? Das wäre auch eine Frage, die vielleicht die Annika betrifft, aber ich denke, dass das ist jetzt im Kontext der Kampagne nicht vorgesehen. Da kann ich die Antwort vielleicht dann schon für euch geben. Also eine Übungsleiterausbildung an sich ist nicht zuschussfähig, richtig? Also wir haben ja in der Säule 1 quasi die sich an die Verbände richtet, die Möglichkeit der Förderung der Ausbildungen, aber die richtet sich eben nicht an die Vereine und für die Vereine selbst gibt es da jetzt keine Fördermöglichkeiten für Bildungsangebote. Okay. Ja, der Christian hatte noch gefragt, wann der Vereinscheck startet, aber die Frage wurde ja auch schon beantwortet. Also am 26.01. geht das alles los. Der Frank Nickel hat in den Chat geschrieben, wäre es nicht leichter, wenn der Verein die Sportvereinschecks ausfüllen könnte und dies dann mit einem Vereinsaufnahmeantrag nachweist. Aber da habt ihr ja die Förder, praktisch die Reihenfolge, wie es passiert, ja auch schon gesagt. Ja, genau. Also so unser Antragverfahren ist so, dass die Privatpersonen den Check herunterladen. Das hat dann auch was mit Missbrauch, also um den Missbrauch zu vermeiden, zu tun. Der Nick fragt zum Thema Sporttage sind Feiertage, welche Ausgaben sind förderfähig und welche sind es nicht? Und zum Zweiten, was ist, wenn man bei der Antragstellung die genauen Kosten noch nicht beziffern kann? Also erstmal zu den förderfähigen und nicht förderfähigen Ausgaben. Also grundsätzlich sollte immer das Ziel ja sein, die Mitgliedergewinnung. Deswegen, wenn ihr den Antrag stellt, könnt ihr immer hinterfragen, dient das jetzt meiner Maßnahme und der Mitgliedergewinnung? Also es sollte natürlich nicht dienen, dass ihr vielleicht jetzt mal den Schrank neu füllt mit Materialien, aber genau, förderfähig sind dann zum Beispiel auch Anschaffungen, die der Öffentlichkeitsarbeit dienen, sofern das halt schlüssig nachvollziehbar ist, dass jetzt diese Anschaffung dafür nötig ist. Dann natürlich Raum- und Hallenmieten, auch jetzt zum Beispiel für, das betrifft euch jetzt eher weniger, aber wenn man jetzt ein Schwimmangebot macht, die Eintrittsgelder für das Schwimmbad dann auch förderfähig. Natürlich die Honorarkosten, Aufwandsentschädigung, Sportkleingeräte, Reisekosten, auch Spielmobile, also die Miete von Spielmobilen, oder ich hatte auch mit Gabriel heute schon Kontakt wegen des Schnuppermobils, so hieß es, glaube ich, richtig. Das wäre im Rahmen dessen auch förderfähig und nicht zuwendungsfähig wäre aber zum Beispiel jetzt einfach Regelangebote,
die schon angeboten werden oder auch materielle Anschaffungen wie Trikots und Maßnahmen, die schon bereits gefördert werden und Mitgliedsbeiträge zum Beispiel auch nicht. Bewirtungskosten sind zuwendungsfähig, aber zum Beispiel alkoholische Getränke nicht. Und wenn das noch nicht genau beziffert werden kann, also dann kann man das natürlich möglichst realistisch schätzen. Wir prüfen halt, sind diese Ausgaben realistisch. Wenn dann am Ende da plus minus ein bisschen was anderes rauskommt, ist es nicht schlimm. Aber genau, es sollte natürlich für uns nachvollziehbar sein und realistisch sein, wie die Kosten angesetzt sind. Okay. Ja, ich glaube, Sportgroßgeräte wie Tische sind auch nicht förderfähig. Und an der Stelle würde ich gerne auch nochmal den Gabriel ins Spiel bringen, der vielleicht einfach ein paar tischtennisspezifische Beispiele nennt, was denn ja, förderfähig sein kann für Tischtennisvereine. Ich glaube, dass an der Stelle passt das ganz, ganz gut. Zum Beispiel bieten wir ein Tischtennisset an. Da sind 14 Schläger drin und 60 Bälle. Das wäre zum Beispiel förderfähig, wenn es neu angeschafft wird, damit Kinder und Jugendliche beziehungsweise die Zielgruppe mit bei der Aktion mitspielen kann. Wir haben das Schnuppermobil eben genannt, also quasi unser Mitarbeiter fährt mit dem Schnuppermobil, wer es nicht kennt, zu den Aktionen, hat Tischtennistische in aller Größen dabei, Ballroboter, das könnte man mieten. Wir haben auch Regieboxen wie Sportabzeichen, das habt ihr auch vorhin genannt. Ich glaube, das könnte man bestimmt auch fördern, kostet ja nicht viel, wenn man damit gezielte Aktionen macht. Genau, da gibt es auf unserer Homepage tischtennis.de im Shop vor allem auch ein paar Sachen, die ich gerade genannt habe, wie man sich organisieren könnte. Ja, genau. Ja, danke, Gabriel. Ja, das war ja auch nochmal für mich wichtig, dass genau gesagt wird, das Tischtennis-Set und das Schnuppermobil sind sehr geeignete Möglichkeiten. Gerade im Kontext eines Aktionstags. Ja, der Musin fragt, wie viele Projekte man insgesamt beantragen kann. Also wenn es jetzt nicht nur eins gibt, sondern vielleicht auch mehrere Projekte oder Aktionen. Also ich glaube, das geht ja auch wieder um 4.000 mal 1.000. Also ein Verein kann einen Antrag stellen. Aber natürlich kann eine Maßnahme auch, muss ja nicht nur ein Aktionstag sein. Also da kann man natürlich kreativ werden, aber ein Antrag pro Verein auf jeden Fall. Dann eine Frage von Bernd für den Bereich Sportvereinschecks, ob die Zahlungen zwingend für eine Reduzierung des Vereinsbetrags verwendet werden müssen oder ob es auch andere Möglichkeiten der Mittelverwendung gibt. Die Zahlung von den Sportvereinen. Man hört dich nur ganz leise, Marie. Oh, jetzt ist es jetzt besser? Hört ihr mich jetzt besser? Jetzt ist besser. Okay, vielleicht ist das noch von der Geräuschunterdrückung ein bisschen. Also die Zahlungen vom Sportvereinscheck müssen immer die Reduzierung des Mitgliedsbeitrags, für die Reduzierung des Mitgliedsbeitrags verwendet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Mittel zu verwenden. Mhm. Der Stefan fragt, das ist eine Frage für den Gabriel, ob vom DTDB ein Terminplan für Schnuppermobile veröffentlicht wird, damit freie Termine erkannt werden können. Nach meinem Kenntnisstand geht das nur auf Anfrage an die Kollegin Melanie Buda und es gibt keinen öffentlichen Terminplan. Genau, also in der Konsequenz bedeutet das, wenn ihr einen Termin im Blick habt, dann fragt den rechtzeitig und direkt beim Alexander Morek an oder bei der Melanie Bruder, wie es der Gabriel eben gesagt hat. Und dann, ja, und dann erfährt man das relativ zeitnah, ob der Termin funktioniert oder nicht. Dann eine Frage von der Nathalie zu den Honoraren. Gibt es neben den 20 Euro pro Lerneinheit, also für eine Trainingseinheit, auch eine Deckelung, wie viele Trainerinnen tätig sein dürfen? Also wenn es beispielsweise drei Trainer sind, die an einem Aktionstag zum Einsatz kommen.
Eine Frage an die Annika wäre das. Du bist aber. Ich war gerade abgelenkt. Ich dachte gerade, wir waren noch bei den beim Link zu den Vereinschecks. Ja, den kann ich gleich noch aufrufen, den hatte ich übersprungen. Ich war gerade abgelenkt. Kannst du die Frage noch mal kurz wiederholen? Ja, klar, gerne. Also es gibt ja die 20 Euro für eine Trainingseinheit, wenn ein Übungsleiter eingesetzt wird, ob auch wenn jetzt 3 Trainer eingesetzt sind, ob die auch parallel beantragt werden können. Also ich kann jetzt hier nochmal nur sagen, dass es halt für uns schlüssig und nachvollziehbar sein muss. Also ist das realistisch, ist das auch nötig, dient das der Mitgliederneugewinnung? Und ja, es kann ja auch immer noch der Eigenmittelanteil existiert ja auch noch, je nachdem, wie das für die Vereine möglich ist. Und da muss man, glaube ich, einfach als Verein dann gucken, wo wollen wir gefördert werden und was können wir selbst tragen vielleicht. Was ist für uns am sinnvollsten, wenn man da, ja, ich sag mal, die 1.000 Euro irgendwie versucht aufzuteilen. Okay. Wenn es möglich ist, kann die Marie den Link zu den Vereinschecks in den Chat stellen. Das war noch eine explizite Frage. Den gibt es noch nicht. Den gibt es auch erst ab dem Start am 26.01. Und es wird so groß beworben. Ich glaube, da kriegt jeder das mit. Und ich denke, sonst können wir auch noch mal den Kollegen vom DTTB den Link gerne zur Verfügung stellen und vielleicht auch noch mal in die DTT-Akademie stellen. Aber wir geben uns auf jeden Fall größte Mühe, auch über die Dachkampagne, dass jeder in Deutschland diesen Link, hoffentlich Link, Zugang zu diesem Link bekommt. Okay, vielen Dank. Der Stefan fragt, ob Fahrt- und Betreuungskosten bei der Teilnahme von Kindern an Kreisentscheiden im Rahmen der Aktion Tischtennis-Minimeisterschaften förderfähig sind. Der Ortsentscheid findet im Januar statt, aber die weiteren Runden später. Meine Vermutung wäre Nein als Antwort. Ich würde es jetzt so vom ersten Hören und Lesen pauschal sagen, dass das ja auch ein Regelangebot ist. Oder halt schon eine gestattete Maßnahme. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht förderfähig dann im Rahmen dessen. Würde ich auch so sehen. Dann der Klaus Posenbau fragt, können wir einen Aktionstag des Vereins mit der Grundschule schon ab dem 26.01. beantragen, selbst wenn die Veranstaltung im Mai oder Juni stattfindet? So, wir haben bei uns die Grenze gesetzt, dass spätestens 6 Monate nach Antragstellung die Maßnahme begonnen haben muss. Einfach damit auch für uns die Möglichkeit besteht, wenn eventuell Mittel nicht abgerufen werden, dass wir die nochmal zur Verfügung stellen können. Aber das liegt ja innerhalb dieser 6 Monate nach Antragstellung. Insofern ist das kein Problem. Also natürlich der Juni, da muss man gucken, wann im Juni. Aber ist möglich. Sehr gut. Die Frage von Frank ist, muss der Übungsleiter einen Trainerschein haben, um den Bezuschuss zu bekommen? Fehlt wahrscheinlich hier noch bei der Frage, aber... geht ja dann, sorry, darum ist, also Übungsleiter ist ja dann mit dem Grundlagenlehrgang ausgebildet und Trainer wäre ja dann mit einer Trainerlizenz und wenn keine der beiden Sache vorliegt, würde ich sagen, ist das ein ehrenamtlicher Helfer. Ja, genau, dann kriegt er keine, oder dann kann man keine 20, sondern 10 Euro dann ansetzen. Ja. Der Bernd fragt, müssen die Zahlungen aus den Vereinschecks zwingend für eine Reduzierung, ne, das hatten wir, glaube ich, schon. Die Frage wurde schon gestellt oder beantwortet. Der Stefan fragt, ein Antrag pro Verein, wie kann das oder soll das funktionieren bei verschiedenen Abteilungen von Sportvereinen, ob das von Seiten des DOSB berücksichtigt wurde? Also hier sind ja die Vereine antragsberechtigt und nicht die Vereinsabteilungen. Also ein Antrag pro Verein und nicht ein Antrag pro Abteilung. Okay, also das heißt,
First Come, First Serve, wenn jetzt die Tischtennisabteilung schnell ist und beantragt, dann hat sie den Zuschlag. Also je nachdem, ob sie eine Bewilligung von euch bekommt oder nicht, aber so wäre das dann zu handhaben. Die Abteilung ist, wie gesagt, nicht an sich antragsberechtigt. Das ist auch wichtig bei der Antragstellung, dass die vertretungsberechtigten Personen diesen Antrag unterzeichnen müssen, sonst ist er nicht gültig. Genau, das heißt, bestenfalls arbeitet der Verein oder die Abteilung der Vereine dann natürlich zusammen und stellen vielleicht auch gemeinsam da einen umfangreichen Aktionstag auf die Beine oder eine Maßnahme, wie auch immer die aussehen mag. Okay. Und die Katrin fragt, das ist aktuell die letzte Frage hier im Chat, wie lange wird etwa die Entscheidung bis zur Bewilligung dauern, wenn ein Antrag gestellt wurde? Steht auch nochmal in der Präsentation drin, dass es 4 bis 6 Wochen voraussichtlich dauert. Wir müssen da natürlich jetzt noch gucken, wie viele Anträge kriegen wir jetzt direkt am 26.01., sage ich mal. Davon ist es natürlich auch ein bisschen abhängig, wie schnell wir das bearbeiten können. Wenn alle, weiß ich nicht, 4.000 auf einmal kommen, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ja, sehr gut. Ja, das waren erstmal die Fragen, die in den Chat gestellt wurden. Ich würde einfach nochmal an Gabriel fragen, gibt es aus deiner Sicht noch etwas an interessanten Informationen tischtennisseitig? Also zum Beispiel, in welchem Setting es geeignete Maßnahmen gibt oder welche Aktionen sehr geeignet sind, um die 1.000 Euro zu beantragen oder vielleicht auch im Kontext Sportvereinschecks? Bei den Vereinschecks kann das sehr vielseitig sein. Also das könnte eine Schul-AG sein, wo ich vielleicht Kinder werbe und die Eltern dann die Vereinschecks runterladen. Das könnte auch ein Gesundheitssportangebot sein, ein Kurs zum Beispiel, weil, soweit ich weiß, gilt die Reduktion auch auf ein Kursangebot. Das könnte auch ein freizeitorientiertes Angebot draußen sein oder vielleicht in den Ferien. Ich denke, da gibt es breite Möglichkeiten. Und bei den 1.000 Euro genauso, das könnte auch gut ein Schulsetting sein, ein Aktionstag in den Ferien. Was, glaube ich, ein bisschen schwierig ist eine Schul-AG, weil der Zeitraum einfach nicht so gut passt, weil der Förderzeitraum auch über den Sommer ist. Das ist ein bisschen schwieriger, aber die Aktion kann man eigentlich in fast jedem Setting ausführen. Vielleicht auch einen Schnupperkurs im eigenen Verein über ein Wochenende oder über mehrere Wochen wäre möglich. Da ist man, glaube ich, relativ flexibel. Okay, gerade, danke Gabriel, gerade ist noch eine Frage von der Nathalie reingekommen. Die Auszahlung der Fördermittel dauert ebenfalls 4 bis 6 Wochen nach der Einreichung des Verwendungsnachweises sind hier die anwesenden Personen auch Ansprechpersonen in Sachen Verwendungsnachweis. Also seid ihr praktisch für alles zuständig, für die Fragen und auch für den Verwendungsnachweis, richtig? Okay, ein Nicken. Sollte bei den Beantragungen von den 4.000 Maßnahmen noch ein Budget übrig bleiben, so wie es jetzt bei der Säule 1 bei den Bildungsmaßnahmen auch der Fall ist, so wie es Miriam dargestellt hat, haben dann weitere Vereine die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen? Also ist geplant, über die 4.000 hinauszugehen? Also wie gesagt, es werden ja nur 1.000 Euro bewilligt. Das heißt, wenn 4.000 Euro Anträge, 4.000 Anträge. Man hört dich gerade nicht, Annika. So? Jetzt wieder, ja. Okay. Ich habe gesagt, dass ja nur diese 1.000 Euro bewilligt werden. Es werden ja nicht weniger als 1.000 Euro bewilligt. Das heißt, wenn 4.000 Anträge bewilligt werden, wäre dann auch das Budget ausgeschöpft. Aber wenn, also ich meine, wir haben 87.000 Sportvereine in Deutschland, wenn wieder erwartend irgendwie wir Mitte des Jahres feststellen, es wurden noch nicht 4.000 Anträge bewilligt, wie auch immer, müssen wir da natürlich nochmal die Werbetrommel rühren. Aber okay. Ja. Und die letzte Frage ist, gibt es die Aktion 1.000 mal 1.000 auf Landesebene oder
wenn man hier schon dabei ist, schließt das eine LSB-Teilnahme aus? Also ich, also die Frage ist letztendlich, seid ihr die einzige Aktion, die stattfindet, oder gibt es auf LSB-Ebene auch noch Förderprogramme, und schließt eine Teilnahme am LSB-Programm eine DOSB-Förderung aus? Also das ist natürlich dann abhängig von dem LSB. Ich glaube, es gibt teilweise so Aktionen. Ich glaube, NRW hatte auch eine ähnliche Aktion, daran ist auch 4.000 mal 1.000 angelehnt. Es darf halt keine Doppelförderung vorliegen. Also es darf nicht die gleiche Maßnahme mit zweimal gefördert werden sozusagen. Aber es schließt jetzt nicht grundsätzlich aus, dass ein Verein, ich sage jetzt mal, zweimal das beantragt. Also wenn das nicht die gleiche Maßnahme ist, warum nicht? Okay. Das war verständlich, ja. Ja, also keine Doppelförderung für die gleiche Maßnahme. Das, also war so, ist für mich so rübergekommen. Ja, okay. Ich schaue mal in den Chat und auch auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz vor 7, sind jetzt in den letzten paar Sekunden oder auch Minuten keine neuen Fragen mehr eingegangen. Dann darf ich mich bei euch beiden und auch beim Gabriel ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für die interessanten Informationen. Und wie gesagt, der Hinweis an euch alle, dass ja, das Webseminar zum Download zur Verfügung steht. Spätestens, denke ich, ab Anfang Mitte nächster Woche könnt ihr das auf tischtennis.de euch nochmal anschauen und auf den DOSB-Seiten dann auch die Informationen dann ja, nachlesen. Und dann letztendlich ab dem 26.01. geht es dann los mit der Antragstellung für die einzelnen Module. Ja, danke, und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend und erfolgreiche Veranstaltung. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir unser Projekt vorstellen konnten, und zögert nicht, uns anzurufen, uns E-Mail zu schreiben, wenn im Nachgang auch noch Fragen entstehen.